Hallo meine Freunde der Sonne, da geht's schon wieder weiter mit Ori und ich muss euch was gestehen, ich habe aus Versehen hier die Geisterprüfung gemacht, ohne aufgenommen zu haben. Also ja, ich dachte eigentlich, ich nehme gerade auf, aber ich habe es irgendwie doch nicht getan. Es tut mir sorry, aber es war nur die Geisterprüfung, die ich gemacht habe. Bis jetzt habe ich noch nichts anderes gemacht. Jetzt haben wir Lubo hier unten getroffen, haben von Lubo eine Karte bekommen. Mit der Karte sehen wir jetzt das ganze Gebiet hier, was sehr schön ist. Das heißt, hier oben haben wir noch was. Da werden wir hinmachen. Hier hinten haben wir auch noch was. Das ist sehr schön. Hier haben wir noch einen kleinen Weg. Ich denke mal, hier wird sich irgendwas noch verstecken. Vielleicht, ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass hier Golek-Erz sein wird. Und ja, wir werden erstmal hier hinmachen. Ja, das war doof. Ja, jetzt habe ich jetzt, das war nicht so schlau. Okay. Gehen wir mal schnell hier hin und jetzt müssen wir hoch. Okay. Nee, das war doof. Nochmal. Nee. Oh, hey, Mutti. Oh, nee, nicht so. So war falsch. Ja, ich gehe lieber erstmal hier hin. Okay, jetzt haben wir wieder Licht. Okay, wir müssen da. Wow, wir müssen das von der Seite machen. Danke. Oh, nee, schon wieder. Komm. Oh, danke, Mutti. Genau, und jetzt gibt es hier längs einen Weg. Wieso? Hä? Okay, wie soll man... Okay, das verstehe ich gerade nicht. Ah, hier ist ja gar... Hä? Hier ist ja gar keine Lichtquelle. Wie komme ich denn da hin? Hier ist ja wirklich... gar nichts. Ist hier oben ein Flattermann, den wir mitnehmen können? Hier oben ist auch kein... Okay. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Also ohne Licht wird schwierig. So. Ich würde sogar sagen, das können wir auch später machen. Ich würde sogar sagen, wir gehen jetzt hier wieder... Obwohl, ich würde schon gerne das da mitnehmen, ne? Aber können wir ja trotzdem hier hingehen, können wir hier runter gehen, den Weg, und können wir das hier nehmen. Würde ich sagen, machen wir so. Ich weiß leider nicht, wie wir jetzt ohne Licht in der kleinen Ecke, wo wir gerade waren, hin, also weiter machen sollen. Da bin ich etwas überfragt. Was jetzt? Okay. Ne, ich will mich nicht teleportieren. Vielen Dank. Okay, so, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier runter. Machen wir das noch hier schnell.
Hier kommen wir eh noch nie weiter, ne? Dann müssen wir eh den Weg hier nehmen. Oh, das ist echt anstrengend, ne? Oh, okay, das war falsch. Moment, hä? Moment. Hä? Wie soll ich denn jetzt? Warte mal, ich glaube, wir müssen andersrum. Okay, dann werden wir erstmal nochmal hier rum machen. Och Mann. Oh. Die Höhlen sind so schlimm. Ich finde die Höhlen unfassbar schlimm. Werden wir mal hier rum machen. Ich glaube, da kommen wir auch besser. Wieso zeigt mir das eigentlich immer, dass da oben was ist? Ja, kann ich damit was Besonderes machen? Ah, okay. Genau, Flattermann. Okay, ja, noch ist richtig. So, jetzt müssten wir eigentlich runter. Okay, also ich denke mal, der Weg ist einfach nur wieder ein Weg nach oben. Also das ist jetzt kein sinnvoller Weg. Hier könnten wir nochmal hin. Das würde ich auch gerne noch mitnehmen wollen. Würde ich sagen, gehen wir erst hier hin. Nur ganz genau gucken, wo das Ding ist, okay. Ja, jetzt müsste ich nämlich hier hoch. Ah, das war das Ding hier. Oh, nee. Hä, hab ich das nie eigentlich eingesammelt in der letzten Aufnahme? Ich hab das doch eingesammelt, oder? Ja, dann müssen wir das nochmal einsammeln hier. Weiß leider auch nicht mehr. Ich weiß leider auch nicht mal, wie das war. Mama, das war jetzt ein bisschen falsch. Moment. Ah, jetzt bin ich hier. Ah, okay. Ja, ist auch nicht schlecht. Bin ich direkt hier oben. Ach, scheiße, wie war denn das hier nochmal? Ich habe das komplett wieder vergessen. Ah, Mist, wie war... Oh. Moment, wie komme ich jetzt da hoch? Schaffe ich? Ah, okay. Okay, okay, okay. Jetzt macht das Ding hier eine Drehung. Okay. Ja, ich muss auf die Drehung warten. So, ab jetzt sollte ich schon mal springen, obwohl das glaube ich schon wieder zu früh war. Und ich bin eh total runtergeflogen. Ja, so schwer ist das gar nicht, aber ich stelle mich gerade mega dumm an. Das ist das Problem. Ich stelle mich leider gerade echt doof an. Ach nee, Nee, ich glaube, wir haben das dann einfach abgebrochen, ne?
Weil ich nie ganz wusste, wie wir da rankommen. Weißt du was, dann machen wir jetzt einfach den Weg hier. Der glaube auch nichts bringt, weil wir hier den hier wirklich... Nee, okay. Da, den Weg müssen wir von hier oben gehen. Gut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mega froh, wenn wir hier die Höhlen fertig haben. Weil die schon ein bisschen... Naja. Na gut, hier hätten wir nur den Weg nach oben. Oder führt uns der Flattermann noch woanders hin? Ne, da führt uns jetzt nur nach oben, ne? Gut. Oh, jetzt ist das wieder unaufgedeckt. Ich wollte jetzt mal den langen Weg hier laufen. Ach komm, dann mache ich das später. Hier sieht das doch auch schon wieder mit Licht voll doof aus, oder? Wie kommen wir jetzt den Weg lang? Warte mal, wenn wir den Flattermann hier freilassen, der fliegt nach oben. Der bringt uns also nichts. Da muss hier irgendwo ein Flattermann sein. Boah, das ist ganz schön anstrengend. Boah. Okay. Hä? Ach so. Ach so, hä? Wieso fliegt denn der jetzt hier längs? Bitte Arschkuh. Ich hasse die dunklen Dinger. Ah, der fliegt doch eh falsch, oder? Ja, richtig, der fliegt den Weg, den wir ja auch schon... Bringt mir auch nichts, ich will jetzt hier rein. Ha, mach das einfach so. Mocki, hallihallo. Die Mocki sind wieder hier. Du leuchtest, bist du ein Geist? Ich habe versucht, Glühwürmchen zu fangen, aber sie entkommen immer. Wenn ich sie vielleicht in etwas reintun könnte. Aha, okay, das war glaube ich jetzt ein Tipp für mich. Falsche Richtung. Und das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt hier so ein Glühwürmchen bekommen. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Okay, hier haben wir jetzt Wasser. Hier können wir auch drin schwimmen. Gut. Machen wir das doch mal. Und da haben wir eine Energiezelle. Wunderschön. Wunderschön. Gut, dann kommen wir hier weiter. Oder auch nicht, weil wir gerade festklemmen. Okay. Oh, Alter. Wie schon gesagt, ich bin echt froh, wenn ich das hier geschafft habe.
Ist mir dann doch ein bisschen zu dunkel fallen. Man muss ja jetzt wirklich jede Sekunde irgendwie gucken, dass wir die Map im Blick behalten. Na, wird das jetzt die ganze Zeit aufbleiben oder geht das wieder zu? Naja, es wird scheinbar die ganze Zeit aufbleiben. Okay. Oh, das ist... Oh, ist das anstrengend. Ich weiß, ich muss hier nicht unbedingt... Ich kann das auch schön langsam machen, aber... Ich habe das Gefühl, dann schaffe ich das nicht. So, jetzt sind wir hier längs. Komm, wir schwimmen jetzt mal... Ja, genau das meine ich nämlich. Wenn man langsam schwimmt, dann schafft man das nicht. Okay. Jetzt haben wir hier eine Lichtquelle mit dem Vieh. Ach nee, Mutti. Wirklich jetzt? Nein! Och! Nee! Oh, das ist aber hier, aber das ist eine bodenlose Frechheit, ey. Komme ich vielleicht besser, wenn ich jetzt hier. Nee, okay. Ja, okay. Och, ich mag das Gebiet nicht. Hab's ja schon mal gesagt, das Gebiet ist echt doof, ne? Ich hoffe, wir kriegen wirklich so einen Glühwurmschnauzer, wo wir immer Licht haben. Ja. Also wir müssen mit dem Vieh zusammen, also wenn das Vieh schießt, müssen wir springen, denn das, die Geschosse geben uns auch eine kleine Lichtquelle. Das war richtig schlau von mir. Scheiße. War richtig dumm von mir jetzt. Ne? Jetzt habe ich nur noch hier die Lichtquelle, aber ich habe das Vieh nicht mehr. Ich glaube mit der... Ach... Der Vieh muss hier kommen, komm, lauf doch mal hier ein bisschen hoch. Aber das hat mir doch jetzt eine Lichtquelle gegeben, das Geschoss. Oh Mann, warum hat das jetzt... Ich versuch's auch immer wieder, ne? Hä, aber das Geschoss gibt doch eine Lichtquelle. Ich verstehe das nicht, Mädel. Oder erreicht die Lichtquelle nicht?
Ja, das war doof. Ach, das ist voll... Oh, Mill. Das ist wirklich, Spar, ja. Ah, doch, noch. Oh, jetzt habe ich es geschafft und jetzt komme ich aber nie mehr an das Ding hier ran, oder was? Aber das ist echt, ey, jetzt mal ohne Spaß, ne? Das ist irgendwie so... Also brauche ich das Vieh eigentlich jetzt gar nicht. Gut, dann versuchen wir es mal so. Ja, geil, jetzt hat das Vieh genau dahin geschossen. Halle. Oh, meine Herren, ey. So, jetzt haben wir hier eine Höhle. Nee. Kampfschreien. Oh, nee, oder? Okay. Gut. Dafür hat sich das ja gelohnt, du. Halten übelst viel aus. Ja, Zielwasser trinken wäre auch mal gut, ne? Okay, nur noch eine Spinne. Ich muss echt sagen, zum Glück habe ich die Heal-Fähigkeit. Leck mich doch. Oh Mann! Danke. Okay. Okay. Und wieder voll heilen. Ja, das macht schon solche Dinger sehr einfach. So, das Vieh schon weg, okay. Gut, das erste Vieh haben wir. Okay, das schießen wir jetzt auch noch ab, das haben wir auch. Jetzt nur die Spinne da oben. Haben wir auch, wunderbar. Okay, die Spinne haben wir. Das Vieh haben wir auch. Ah, das war's, was? Sp-
Splitterplatzverbesserung. Du kannst jetzt mehr Splitter auf einmal anlegen. Finde weitere Splitterplatzverbesserungen, damit du noch mehr Splitter anlegen kannst. Okay. Das heißt, wir haben natürlich jetzt den großen Vorteil, dass wir uns jetzt hier noch was fallen lassen. Mehr Energiekugeln fallen. Okay. Lebenskugeln fallen. Ja, nee, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Brauche ich nicht, weil ich schieße auch nie mit dem Geisterbogen. Bei unter 15 Gesundheit verursacht, ja, nee, brauche ich auch nicht. Geisterlicht verleiht Bonusschaden. Ist das mein Mana, das Geisterlicht? Ah, da finde ich das sogar besser hier. Dann nehme ich das. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge, auch wenn die Folge jetzt nie unbedingt so schön war, aber so eine Folge muss auch mal sein. Ja, wir müssen jetzt noch hier gucken irgendwie. Hier unten gucken und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir, ja, keine Ahnung, irgendwie Licht bekommen. Aber mal gucken. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, haut rein und tschüss.